Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende. Und falls nicht, hoffe ich, dass ich euch in den nächsten 15 bis 20 Minuten ein bisschen Ablenkung, Liebe und Freude mitgeben kann. Ich habe heute ein ganz besonderes Video für euch, denn ich habe mich wieder mit meinen liebsten Beauty-Guru-Damen zusammengetan und wir haben jeden Tag für euch ein Video auf dem jeweiligen Channel und ich freue mich, dass ich heute anfangen darf. Und da wir uns zum Ende des Jahres in großen Schritten hinbegeben, dachten wir uns, okay, wir schauen einfach mal, was wir dieses Jahr am allerliebsten benutzt haben. Wir haben vorrangig natürlich Drogeriefavoriten bei mir, bei Lubella, bei Cindy Jane, bei Kim Wood, bei Mamako, bei Olesya und bei Julia. Das heißt, ihr habt 7 Tage lang jeden Tag ein ganz besonderes Video und alle Kanäle stehen unten für euch in der Infobox bereit. Also schaut gerne dort vorbei, lasst ein Abo da und lasst ein bisschen Liebe da, denn wir machen alle ähnlichen Content, alles sehr affordable, sehr günstiges Make-up und heute starte ich mit meinen Drogeriefavoriten. Ihr seht schon, ich habe schon ein Make-up im Gesicht und ich wollte das diesmal ein bisschen anders machen. Zwangsläufig, ich habe nämlich gerade gedreht ohne Ton. Und ich dachte mir, dieser Look ist so schön geworden. Ich zeige euch einfach, wie ich ihn gemacht habe, mit welchen Produkten und erzähle dabei so ein bisschen, welche Produkte ich dieses Jahr vor allen Dingen gerne benutzt habe. Mein Ziel war es, so ein bisschen den klassischen Maxim Giacomo 2020 Look zu machen und ich glaube, hat funktioniert, oder? Ich erkenne mich kaum wieder gerade, weil look at her. Vor 10 Minuten sah ich noch so aus. Hallo Freunde, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir heute so ein bisschen das Jahrrevue passieren lassen. Denn 2021 war für viele von uns ein sehr spannendes, sehr aufregendes Jahr. Egal ob positiv oder negativ. Vielleicht mache ich auch nochmal so einen kleinen Jahresrückblick, weil dieses Jahr ist extrem viel passiert. Wobei ich weiß, dass innerhalb der nächsten 40 Tagen sich für uns als Community alles ändert. Ganz, 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 ganz viel und auch 2022, ich glaube, das wichtigste Jahr für uns wird und ich bin ganz, ganz aufgeregt und freue mich. Aber falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann verpasst ihr nichts mehr. Für euch ist es nur ein Klick, mir bedeutet es die Welt und ihr kriegt 3-mal die Woche ein Video von mir rund um Drogerie-Make-up, rund um günstiges Make-up, Limited Editions, meine liebsten Produkte, so wie heute. Und wir starten mit dem ersten Produkt. Das ist der Maybelline Fit Me Luminous & Smooth Primer. Der hat einen Lichtschutzfaktor von 20 mit drin und ist so ganz besonders. Der sieht auf der Haut fast schon aus wie so ein leichter Hauch an Olivenöl mehr. Also sehr glowy, sehr frisch. Und sehr feuchtigkeitsspendend. Der legt sich wirklich an eure trockenen Stellen. Vor allem hier, wo ich mein Bart abrasiere, dass ich hier eine vernünftige Kante habe. Da habe ich oft recht trockene Stellen. Und das sieht beim Make-up immer nicht ganz so schön aus. Und mit diesem Primer wird das alles erstmal eins. Das sieht sehr, sehr rutschig auf der Haut aus. Es ist auch ein bisschen rutschig. Aber wenn ihr Foundation rübergebt, dann habt ihr eine sehr, sehr frische und gesunde Base. Ich habe so gut wie kein Puder benutzt, außer unter den Augen. Und das hat einfach dafür gesorgt, dass man diesen gesunden Effekt auf der Haut hat. Ein sehr, 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 sehr schöner Primer. Ich habe viel überlegt, welche Produkte ich mitnehme, auch bei der Foundation. Denn ihr wisst, meine absolute Lieblingsfoundation aus der Drogerie war die Rival de Loup Hyaluron Foundation. Die kam aber schon 2020, meine ich, raus. Und ich habe hier noch eine, die ich euch aber noch nicht zeigen konnte, die ich jetzt in den letzten 4 Wochen gut benutzt habe. Welche ich aber wirklich, seitdem ich sie habe, mehrfach genutzt habe und auch mittlerweile schon die 3. Flasche benötigen würde, ist die L'Oréal Paris Perfect Nude Match Foundation. Das ist ganz verrückt. Das ist nämlich so eine Mischung aus Serum und Foundation. Das sieht man auf der Haut. Ich habe sie verglichen mit der Sisley Fute & Tar Foundation. Die hat nur weniger Deckkraft. Vom Finish sind die 1:1. Sehr frisch, sehr leicht auf der Haut und ihr könnt die ganze Flasche ins Gesicht kippen, wenn ihr wollt, ohne dass ihr das Gefühl habt, dass ihr Make-up tragt. Und das ist mir persönlich in diesem Jahr sehr, sehr wichtig geworden. Ihr habt es gesehen, so im Vergleich zu den letzten Jahren hat sich mein Make-up dieses Jahr vor allen Dingen recht stark verändert, fand ich. Ich bin eher von diesen full matten Coverage Foundations weg zu dieser frischeren Base. Ich kann euch gar nicht sagen, woran es liegt. Ich glaube, dass ich einfach so ein bisschen auch meine Vorliebe an Produkten und an Finish für die Haut verändert hat. Vielleicht hat es auch einfach damit zu tun, dass ich noch mehr produziert habe und noch mehr getestet habe und das einfach das Make-up ist, was meiner Haut auch am besten getan hat. Ihr wisst, ich schminke mindestens 3 Videos die Woche und
Das heißt, ich schminke mich mindestens 9 Mal die Woche neu und ab. Mindestens. Ja, und mit den Produkten, die ich euch jetzt hier zeige, habe ich diesen klassischen Look hinbekommen. Diesen Effekt hier. Die Foundation hat einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, weil sie einfach sehr günstig ist. Meine Haut hat nicht gespannt. Meine Haut sah abends sehr, sehr frisch aus und auch am nächsten Tag ging es wieder gut. Also ich habe so ein bisschen gelernt, dieses Jahr Produkte zu verwenden, die meine Haut nicht austrocknen, dass es am nächsten Tag noch besser aussieht. Und ich glaube, das habe ich ganz gut dieses Jahr hinbekommen. Ein Concealer habe ich aber noch und der ist recht neu gewesen. Und das ist der Rival Loves Me Skin Optimizer Concealer. Der hat ein extrem großes Füßchen. Er hat eine extrem hohe Deckkraft und lässt sich sehr, sehr schön verblenden. Die Farbrange braucht man nichts mehr zu sagen, ist ein Witz, aber der ist sehr, sehr schön. Es gibt ihn in 4 Farben, von hell bis immer noch hell, aber nicht ganz so hell. Und der funktioniert aber gut, der funktioniert auch ohne Puder gut. Der ist ähnlich wie der Tarte Shape Tape, aber die Creamy Version. Ein bisschen Feuchtigkeit spenden, ein bisschen frisch, sehr deckend und kaschiert eigentlich alles, was ihr in den letzten 4 Wochen gemacht habt oder auch nicht gemacht habt, wie zum Beispiel Schlaf. Sehr, sehr guter Concealer, würde ich immer wieder kaufen. Ich habe auch von dem, das ist die Farbe 03 Light Sand, mindestens noch 2 Backups hier. Bleibt aber wahrscheinlich im Standardsortiment. Beim Puder tat ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen schwer, denn ihr wisst, ich bin die größte Freundin vom Baken. Nicht nur in der Küche, sondern auch in meinem Gesicht. Und ich benutze eigentlich entweder immer das Rival Loves Me, dieses 4 verschiedene Puder. Das gibt es aber so noch nicht mehr. Und das Huda Beauty ist natürlich kein Drogerie-Make-up. Deswegen habe ich das hier mitgenommen. Das ist von Max Factor. Und ihr wisst, Max Factor ist meiner Meinung nach die unterschätzteste Drogeriemarke überhaupt gewesen in den letzten Jahren. Und das ist das Facefinity Puder. Das ist ein Foundation Puder. Ich gehe mal hier in so einen Schwamm rein. Und ihr seht, das ist extrem deckend. Ihr könnt damit wirklich im Prinzip eure komplette Foundation machen, wenn ihr wollt. Ist dann natürlich nur so ein bisschen crusty. Aber wenn ihr mit einem leichten, kleinen Pinsel nur ganz leicht hier unter die Augen geht, hat das so eine. Also es gibt noch mal ein bisschen Deckkraft. Es reflektiert so ein bisschen das Licht, ohne dass es zu crusty aussieht. Wenn man es wirklich nur leicht auftupft. Sonst ist es zu viel. Es ist ein Foundation-Puder. Ich habe es immer so ein bisschen verglichen mit dem Fenty Puder, was eine Puder Foundation sein soll. Ich bin kein Fan von Puder Foundation. Schreibt mir aber gerne mal eure liebste Foundation aus diesem Jahr in die Kommentare. Da wäre ich super gespannt. Als Foundation würde ich das nicht unbedingt benutzen, aber als so so ein bisschen zwischendurch ins Gesicht geben, fantastisch. Und auch beim Bronzer habe ich lange, lange Zeit überlegt, welchen ich benutze, weil ich benutze eigentlich immer denselben und der ist schon mindestens 2 Jahre alt. Aber welcher recht neu kam und der mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil er auch so ein bisschen in diese Skin Fantasy reingespielt hat, ist der Holiday Skin Luminous Bronzer von Catrice. Der war jetzt im letzten Update, glaube ich, mit drin. Ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her. Aber hier ist Macadamiaöl mit drin. Und ihr seht, der ist recht kühl, der ist nicht warm. Ich mag keine sehr, sehr warmen Bronzer. Ich finde, das sieht bei meiner Hautfarbe immer so ein bisschen nach Münz-Mallorca aus, Solarium. Und der ist, dadurch, dass ich halt eine sizilianische Strandmaus bin, ich kriege eine recht grüne, ihr seht es an meinen Händen, grün-gelbliche Farbe, wenn ich in die Sonne gehe. Und das passt mit dem Bronzer sehr gut. Der ist nicht schimmerig, er sieht aber nicht pudrig auf der Haut aus. Durch dieses Macadamiaöl schmilzt der richtig gut in die Foundation. Er schmilzt sehr, sehr schön und er hält den ganzen Tag da, wo er ihn hinsetzt. Dann gibt es ihn, glaube ich, 2 Farben. Ich habe die Farbe Summer in the City 010, das ist der hellere, funktioniert bei mir aber ganz gut, weil ich nicht zu viel Bronzer haben möchte. Ich weiß nicht, das ist so verrückt, ne? Wenn man mal so ein bisschen zurück überlegt, die letzten Jahre haben also ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Foundation-Farbe zu mir passt. Ich habe jetzt so 2, wo ich weiß, okay, das ist ein Match, die benutze ich auch immer, die gefallen mir auch. Aber wenn wir uns so 2 Jahre zurückerinnern, war meine Foundation halt immer deckweiß und ich habe mit Bronzer das gerettet. Funktioniert auch. Aber war ja nicht im Sinne des Erfinders oder der Erfinderin. Deswegen habe ich jetzt Bronzer, die nur so ein bisschen Wärme, ein bisschen Farbe mit ins Zurückgeben, weil die Foundation einfach jetzt farblich mehr oder weniger passt. Sehr, sehr schöner Bronzer. Ich hoffe, dass der so oder so ähnlich irgendwie auch weiter im Standardsortiment ist. Freunde, fragt mich nicht nach Blush. Beim Blush habe ich
Ewigkeit. Ich habe bestimmt 20 Minuten vor meinem Schminkschrank gestanden und überlegt, welchen Blush habe ich benutzt. Und ich habe hier eine sehr, sehr kramige Schublade vor mir. Ich würde es euch gerne zeigen, aber das verkraftet keiner. Ich habe auf der einen Seite sehr oft den Cheek Lover von Catrice benutzt, aber auch der ist nicht neu gewesen. Welcher jetzt recht neu war, war dieser hier von Rival Loves Me. Der ist in der Farbe Glamorous Rose und der hat einen ganz, 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 ganz schönen Schimmer mit drin. Also ihr seht das, das ist wie so ein rosa Highlighter fast, aber ohne dass so grobe Glitzerpartikel drin sind. Also das mag ich persönlich auch nicht mehr. Ihr seht die Bewegung hier vor allen Dingen und das ersetzt so ein bisschen den Highlighter. Aber wenn ich ihn euch swatche, könnt ihr die Bewegung sehen. Sehr frisch, sehr rosa. Ich habe ihn so ein bisschen mit dem Dior Backstage Rosy Glow Highlighter verglichen. Der hat nur keinen Schimmer mit drin. Von der Farbe sind sie aber ähnlich. Und da ich den benutzt habe oft und dann einen Highlighter rübergegeben habe, habe ich hier einfach einen für 2,49 €, der das schon drin hat. Tim Günstner ist wieder voll am Start. Sehr, sehr schöner Blush. Ich liebe eh Rival Loves Me. Das wisst ihr mittlerweile. Es sind einfach so, so gute Produkte. Mittlerweile auch im Standardsortiment, die vorher in LEs waren. Und ich weiß, dass nächstes Jahr ganz, ganz viele spannende Produkte mit reinkommen. Und ihr seht, ich trage einen sehr intensiven Augenlook heute. Und ich habe wirklich überlegt, okay, welches Produkt kann ich hier nehmen? Welchen Look kann ich mit euch schminken? Und ich habe mich für diesen Look entschieden, denn das ist so ein Look, der dieses Jahr bei mir recht oft benutzt wurde. Und ich habe viel mit meiner eigenen Palette geschminkt, aber da es die nicht mehr gibt, habe ich so ein bisschen reduziert. Ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, kannst du nicht mit deiner Palette ein bisschen mehr schminken? Und ich würde es auch gerne machen. Das Problem ist nur, es haben nicht viele diese Palette. Und das ist dann einfach, ich mag es persönlich nicht, wenn ich etwas schminke und sage, hey, das ist so ein gutes Produkt und das war ein fantastisches Produkt. Das ist immer noch ein fantastisches Produkt, aber es kann niemand mehr kaufen. Deswegen habe ich mich auf eine Lidschattenpalette konzentriert, die mir sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Und das war die Love und Anna Lipke Palette. Auf den ersten Eindruck sieht sie recht, Hater würden sagen langweilig, ich sage wunderschön, klassisch, braun, beige, rot, schwarz, Schimmer. Mehr braucht man eigentlich nicht. Ich zumindest nicht, vor allen Dingen dieses Jahr. Ich bin ganz leicht mit diesem hellen Braunton in die Crease gegangen, hab's verdunkelt und bin dann immer dunkler gegangen. Und es wurde dann immer schwärzer, weil ich diesen schwarzen Liner in der Wasserlinie dieses Jahr sehr, sehr gerne gemocht habe. Guyliner, Eyeliner, Kajal, you name it. Mit dem bisschen Rot das Ganze wieder ein bisschen aufgewärmt. Und das ist eine Palette, die hat meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ich hätte jede Palette nehmen können aus Limited Editions, aber diese Palette hier ist einfach so ein Staple in der Make-up-Sammlung, die ich habe, weil sie einfach alles mit abdeckt. Und wenn ich irgendwo hingehe, nehme ich die immer mit. Es sei denn, ich nehme einen Bronzer und einen Schimmerton einzeln mit. Mache ich auch gerne, habe ich dieses Jahr sehr oft getragen im Alltag. Wenn ich aber irgendwo hingegangen wäre, dann wäre das so ein Look gewesen, den ich für, weiß ich nicht, für eine Moderation, für ein Interview, für irgendwas getragen hätte. Sehr intensiv, funktioniert immer, funktioniert zu jedem Outfit. Ich könnte jetzt hier ohne T-Shirt, naja, könnte ich nicht, das möchte niemand sehen. Ich könnte jetzt hier, weiß ich nicht, im Schlafanzug sitzen. Auch das tue ich gerade, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sehr simpel, sehr schön, sehr ausdrucksstark und man kann viel mit dieser Palette machen. Und auch bei der Mascara, ich glaube, das ist kein Geheimnis, welche Mascara dieses Jahr in aller Munde war. Das war die Sky High Mascara. Erst war ich nicht so ein Fan davon, weil das stört mich immer noch so ein bisschen bei der Mascara, aber sie funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Ich fand, das war ein gutes Dupe zu der Gucci Mascara, die ich immer noch sehr, sehr gerne mag. Das Ding kostet aber fast 60 €, 50 € und das ist einfach irre für eine Mascara. Würde ich niemals ausgeben mehr. Ich habe sie getestet für ein Video, habe sie aufgebraucht. Reicht. Das Problem bei der Mascara ist, dass man sie sehr schwer wieder abkriegt. Die ist nicht in wasserfest. Es gibt die jetzt, meine ich, auch in wasserfest. Man kriegt sie sehr, sehr, sehr schwer ab. Und das ist schon ein bisschen anstrengend. Ich habe daraufhin tatsächlich dieses Microfiber Multitool auch so ein bisschen entwickelt, weil ich habe ungefähr 4 Wattepads gebraucht, um ein Auge sauber zu kriegen. Und mit dem Microfiber Multitool ein bisschen Wasser, ein bisschen Micellenwasser rauf und zack, war das alles ab. Ist übrigens auch wieder verfügbar für alle, die es nicht mitbekommen haben. Link ist unten im Shop. Ihr könnt euch damit schminken. Ihr seht, ich habe damit gepudert. Ich habe damit meine Foundation, meinen Concealer aufgetragen. Und ihr könnt euch damit abschminken. Sehr, 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 sehr wichtiges Tool für mich dieses Jahr gewesen. Auch mein Sample, was ich benutzt habe. Aber die Mascara,
Ja, die ist schon gut. Ich habe auch viel die L'Oreal Lash Paradise Mascara in Braun benutzt. Aber die war schon wirklich ganz, ganz vorne mit dabei. Und auch auf meinen Lippen seht ihr, das ist so eine klassische Lippe. Ich habe einen braunen Lip Liner benutzt. Der ist von Nabla. Und ich tue mich so ein bisschen schwer, Nabla in Drogerie zu geben, aber die sind nicht so teuer. Im Prinzip bei Lip Liner nehmt da einen aus der Drogerie, der 1,99 kostet. Mittlerweile gibt es alle Farben. Ich habe den in der Farbe 5. Das ist so ein richtig schöner, warmer Braunton. Und dann gehe ich einfach mit ein bisschen Concealer in die Mitte, blende das aus, mach so und fertig. Ihr könnt einen Gloss mit rüber geben. Ich habe jetzt nur den Maybelline Lifter Gloss mit reingenommen in der Farbe 04 Silk. Der ist aber ein bisschen rosafarbener. Also der macht diese Nude-Lippe wieder ein bisschen wärmer. Kommt immer so ein bisschen auf den Look an, aber die sind vom Glossy-Finish her sehr, sehr gut. Und das waren tatsächlich auch meine Drogerie-Favoriten. Ich habe noch ein Setting-Spray mitgebracht. Das ist das Real Techniques Glow Finish Blend Extender. Das hat Elektrolyte mit drin, Vitamin C. Ein sehr, sehr schön Sprühstoß, der sich sehr fein auf die Haut legt, die Haut noch so ein bisschen pflegt und das Make-up tatsächlich recht langanhaltend macht. Ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Ich glaube, das war aber eine Limited Edition, deswegen bleibt er da stehen, ohne dass ich groß darüber reden möchte, weil es einfach ist ein gutes Produkt, aber ich weiß nicht, ob es noch gibt. Freunde, was sagt ihr zu den Produkten? Wie gefällt euch der Look? Was waren eure liebsten Produkte? Ich bin super gespannt. Schreibt mir gerne eine ewig lange Liste unten in die Kommentare, welche Produkte ihr von Primer bis Setting Spray benutzt habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch bei den Mädels vorbeischaut und falls euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben gebt. Ich freue mich, dass ihr heute hier wart. Schön, dass die neuen Leute hier sind. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.